Und jetzt das Heute-Journal. Verdammt nochmal, es heißt Pat! Mit Gundula Gause. Nein, mit mir. Und Klaus Kleber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da die letzten beiden Folgen des Pat-Journals mit mir als Solo-Moderator so gut ankamen, wurde Klaus Kleber gefeuert. Leider fiel uns erst im Nachhinein auf, dass er auch für das Catering zuständig war und jetzt habe ich Hunger. Aber bevor ich noch anfange, an dem Mikrofon zu knabbern, beginnen wir am besten mit den Nachrichten. Fußball. Die Spieler des FC Bayern München werden am nächsten Spieltag und in den nächsten beiden Trainingswochen streiken. Sie fordern 50% weniger Gehalt, da sie mit Zahlen, die größer sind als 1 Million, aufgrund ihres niedrigen Bildungsgrades nicht umgehen können. Das Management sträubt sich bisher dagegen und hat eine endgültige Entscheidung für den 1. Juli angesetzt. Dort soll dann besprochen werden, ob man mit den Gehältern der Fußballer etwas Sinnvolleres wie zum Beispiel Bildung und Gesundheit oder doch den Nachwuchs eines extrem überbezahlten und von Korruption geplagten Sports fördern sollte. Fox River. In der Nacht gelang es 8 Inhaftierten des Fox River Gefängnisses auszubrechen. Die Polizei ist noch unsicher, wie es dazu kommen konnte. Doch einer der Inhaftierten leistet Aufklärung. Michael Schofield führte während seines Ausbruchs ein Videotagebuch, einen sogenannten Vlog, in dem er all seine Handlungsschritte genauestens dokumentierte. Die Vlog-Reihe ist auf YouTube unter dem Namen How to Prison Break – Lifehacks, die du kennen musst, zu finden. Trauer. Knapp 3 Wochen nach dem Anschlag von Bibis Beauty Palace auf die Ohrmuscheln und Trommelfelle deutscher YouTube-Konsumenten trauern Angehörige und Schaulustige immer noch am Denkmal ehemalig guter YouTube-Musik. Die Zeiten der Innovation und des Aufbruchs sind vorbei, sagte der Trommler von YTT, der bis heute noch unter keinem echten Namen bekannt ist. Florida. Beim Dreh des Pornos von Upper Red und Katja Krasavice am Strand von Florida wurde die 40-jährige, selbsternannte YouTube-Fotze von einem Hai angegriffen. Glücklicherweise biss er ihr nur in den linken Busen und verstarb nur wenig später an einer Plastikvergiftung. Katja K. geht es den Umständen entsprechend gut, auch wenn eines ihrer 2 wichtigsten Körperteile schwer beschädigt ist. Ins Gras gebissen. Am Welttag der Veganer demonstrieren rund 1000 Salatfresser für unausgewogene Ernährung. Sie ekeln sich vor jeglichen Instinkten des Menschen und sträuben sich gegen die Nahrungskette. Leon Mascher. In unserer letzten Sendung baten wir unsere Zuschauer dringlichst um Hilfe, um den vermissten Leon M. ausfindig zu machen. Überraschenderweise traten sehr viele Meldungen bei uns ein und so konnte der 25-jährige, selbsternannte King of Pranks gestern in seiner Wohnung aufgefunden werden. Beim Befragen der Zielperson fiel auf, dass es sich bei der Kunstperson Leon M. um einen Zierkürbis mit Make-up handelt, der von Katja K. geschminkt wurde. Dieser wurde durch extrem aufwendige und kostspielige Videoanimationen zum Leben erweckt und dadurch der Protagonist eines 2 Millionen Abonnenten-Channels. Die Polizei vermutet, dass das nicht vorhandene Gehirn des Kürbisses ausschlaggebend für die in der Vergangenheit geschehenen Ereignisse und Handlungen Leon M.'s waren. Dieser hatte im Frühjahr durch eine Kaufhausschlägerei und einen toxischen Angriff im Polizeirevier für Aufsehen gesorgt. Hamburg. Studien der Universität Hamburg zufolge werden in öffentlichen Schwimmbädern mehr Lines gezogen als in der Redaktion des Neo-Magazin Royals und dem Wohnzimmer von Upper Red zusammen. Die erschreckende Bilanz weist einen Durchschnitt von 20 Lines pro Badegast auf. Diese Werte sind in keinem anderen europäischen Land so dramatisch hoch. Ferl. Dem Ferler Institut für Innere Sicherheit ist es gelungen, das Geheimnis um die sogenannten Killerspiele zu lüften. Demzufolge nach ist jeder, der schon mal Kontakt mit einem der bekannten Ego-Shootern hatte, ein Amokläufer, der früher oder später hochgehen wird. Mütter, die sich mit der Materie nicht auseinandergesetzt haben und jegliche seriösen Studien zu diesem Thema missachtet haben, hatten mal wieder recht. Forscher, Pädophile und Guido Maria Kretschmer fordern einen sofortigen Entzug des Sorgerechts für alle Eltern, die ihren Kindern das Spielen solcher Ballerspiele erlauben. Wir bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Rundfunkgebühren.